Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder mal auf der Düro zusammen mit dem Justin. Guten Tag. Jo, also wir haben mittlerweile 2. Juli, weil Haufen Spacken einfach gemeint haben, sie können einfach spulen ohne alles. Ja, und ich habe mich, ich glaube gestern Abend war es, zusammen mit Justin mal hingesetzt und wir haben mal ein bisschen überlegt, Klartext. so. Klartext gesprochen. Genau, haben festgestellt, die anderen investieren. Wir können Ja, jetzt auch mal die. investieren und die investieren groß, dann können wir das jetzt auch mal. So. Kreditriegel, halten die sich auch nicht dran, dann können wir das auch uns nicht dran halten. Also So. einer. Ja, Jonas mittlerweile. Okay, ja, unter Erlaubnis, sagen wir mal so. Okay. Und zwar haben wir jetzt einen Betrag ausgerechnet für einen Kredit. Aber den müssen wir noch einen Tick erhöhen wegen dem einem Vorhaben. Weißt du um wie viel? So, wir haben kurz nachgeguckt, wie das jetzt aussieht, wie viel wir brauchen. Justin nimmt gerade schon auf. Wir nehmen ein bisschen mehr, weil noch ein bisschen so dies, das. Und alles, was wir quasi über haben, zahlen wir dann einfach wieder zurück. Oh, wir sind zu viel. Ja, so ungefähr. Das ist das, was wir für unser Vorhaben brauchen. Bisschen viel. Wir fangen Ein bisschen direkt mit dem verschuldet. ersten Vorhaben an. Ich erkläre euch kurz, was es wird. Und dann machen wir mal. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir gerne noch einen weiteren Stall haben möchten für Kühe, weil wir haben so viel Material. Und welchen hatten wir gesagt? Warte, warte, Den warte. hier. Genau. Also ich weiß es doch nicht. Ich muss Diesen gucken. moderner Kuhstall in Maschinenhalle. Genau den Ja, hier das möchten wir heißt. gerne haben. Deswegen müssen wir auch ein bisschen Terrain einpassen. Halt zum Maul. Genau. Alter, du kriegst von mir gleich eine Ähm, geplant. das machen wir jetzt kurz. Wenn dann sehen wir uns sammeln, Katja wieder. So, dann ist das jetzt hier nämlich unser neuer Stall, den wir hier uns hingezimmert haben. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Aber hier ein bisschen Gras, das ist normal. Aber schön. Weißt du, was wir unten noch platzieren müssen? Ja. Eine Mistplatte. Oh ja. Warte. Die kannst du meinetwegen platzieren, weil da weiß ich nicht, wo ich die jetzt am Schloss hin machen soll. Warte, warte, warte. Hier nochmal kurz ein bisschen angleichen und dann passt es auch. Hier ist noch eine kleine Kante. So. Dann passt es auch noch ein bisschen besser. Sehr schön. Du machst die Mistplatte. Ja, Justin hat währenddessen die Zeit schon mal genutzt und hat schon mal ein paar von den Gerätschaften, die wir gerne verkaufen würden und austauschen würden, zum Händler runtergefahren. Dann machen wir gleich weiter, wenn er jetzt hier die Mistplatte noch platziert hat. Ja, mach noch ein bisschen Ding rein. Ja, schmutzig immer in der Messplatte. Ja, genau. Das noch ein bisschen weg und dann passt es auch. Sehr, sehr schön. Passt. Genau. Man sieht es jetzt schon. Der Klaas hat die zwei Mähwerke dran. Das heißt, genau diese kommen jetzt auch weg. Hier vorne fehlt noch mehr in der Garage. Die Profis, die dieses Projekt studiert haben und wissen, was da immer stand, die wissen es schon jetzt, was noch wegkommt. Aber das sehen wir natürlich gleich auch nochmal. Ich eier schon mal vor. Ja. Macht es. Ich kann auch so viel verraten, es wird nochmal ein neuer Schlepper herkommen. Haben wir uns auch einen schönen rausgesucht. Aber ey, es ist unter 200 PS und sogar unter 150, kann ich schon mal so sagen. Er wird nur zum Pflegen benutzt von der Arbeit im Hof. Genau. Wir haben nämlich, wie gesagt, irgendwie das Problem, wenn wir zu zweit sind, wir haben wirklich immer Wir bräuchten Probleme. mal so vielleicht noch mal einen mehr, so öfters mal in letzter Zeit. Ja. Deswegen haben wir uns einen günstigen, schönen rausgesucht, denke ich. Das ist mit einer günstigsten, muss ich wirklich Ich sagen. glaube, damit würden wir dann auch anfangen, oder? Nee. Nicht? Mit was fangen wir Das an? können wir verkaufen. Alles. Alles. Dass die Aufregung ein bisschen bleibt. Obwohl, erst Grünlandgerät kaufen. Kaufen. Erstmal kaufen, fahren hoch.
Da oben steht ja noch was, was runter muss. Oh ja. Ja, vielleicht kannst du das machen, dann bleibt die Spannung noch größer. Ich kaufen. Nein, ich meine runterfahren. Ja, das sieht man unten im Hut. Ach so, ja, stimmt auch wieder. Ja, dann ist auch egal. Ja, genau, jetzt seht ihr es auch. Hier steht noch ein bisschen mehr. Ah, das gehört bald nicht mehr uns. Da schiebt man nochmal. Hör auf! Mach mal weg! Ich muss meinen Johnny aus dem Trigger fahren und hast ihn noch mitverkauft. Lackier mal alles noch kurz neu. Das Glasmähwerk ist so verranzt, ey. Was ist das Glasmähwerk? Das Mähwerk von dir. Ach so, das meinst du. Das ist so verranzt hinten. Genau ja. Wie unser Vater. Das ist schon richtig abgefahren. Wir lackieren die nicht neu, oder? Nö. Oder? Ja, alles. Doch. Wir lackieren überall alles. Lackzustand, alles komplett am Arsch. Ah, wir lackieren. Ich lackiere. Ja, lackier du schon mal. Ich stelle mal hier. Ich repariere auch. Bringt das Reparieren was? Ja, ja, das bringt alles was. Schauen wir hier kurz mal zu, wie alles gleich wunderschön verschwindet. Da geht gerade jetzt nochmal das Geld runter. Nicht so viel, weil wir haben ja immer gut gewartet, unsere Maschinen. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, was der Schwader sagt. Guck mal, Schwader-Reparatur. Digga, 3.000. Wenn das die war. Ja. Und jetzt kommt alles weg. Boah, 73.000. Was haben wir ausgerechnet, was wir dafür bekommen? Weniger. Ah, nee, warte, wir müssen es hochrechnen. Mähwerker haben wir mit 27.000, den Schwader mit 18.000. Sind wir bei 30, 40 und Wender mit 6.000. Ja, mehr. Ja, ist mehr. Ich kauf was, du kaufst was. Ich kaufe das zu Main. Er sagt doch einfach Mähwerk. Dann kaufe ich unseren neuen Wender. Und zwar haben wir uns hier dazu entschieden, dass wir hier den Class Volto kaufen. 80, ne? Ja. Mit ja, den mit Tastrad. Schwader. Nehme zwei Stützrüsen, aber. Und willst du Warnschilder? Nein, ist überflüssig. Okay. Aber die Unterlenkkugeln willst du? Ja, na klar. Man, doch, welcher Dings hat keine Unterlenkkugel mehr? Das A. Ja, kriegst du ihn jetzt trotzdem mit Lichtern. Und als Schwader haben wir uns... Hab ich sogar überredet. Ja, er hat uns mich mittlerweile überredet. Eigentlich wollte ich den Bandschwader haben, aber war da ein bisschen sehr teuer. Und dann haben wir gesagt, wir kaufen uns den Krone Schwadro. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Außer kaufen. Und Justin hat hier schon die neuen Mähwerke gekauft. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, wir packen die beiden Front- und Seitenkombis weg und holen uns eine Butterfly-Kombi, hier die Kuhn. Auch direkt das Kuhn-Front dazu. Vorne 3, hinter 8, glaube ich. Ja, also ich muss sagen, sehr schöne Kombi. Kann man auf jeden Fall machen. Hier die 2 haben wir noch. Dann fahren wir den Spaß erstmal hoch, ne? Andere wird gleich super runter zu fahren. Warum steht denn hier schon wieder eine frische Siliermittelpalette? Ben hat gehäckselt. Ja, aber da stehen doch schon 5. Ja, sag mir das doch nicht. Wie brauchst du das nicht zu sagen? Mensch, starker Bauer schon wieder an hier. Mach mal hoch hier. Geht nicht. Müsste ich eigentlich für das zweite Ding nochmal mit dem Schlepper runter? Wäre, glaube ich, besser. Das zweite? Ja. Ja. Weil das halt ein bisschen lang ist. Ja. So. Einmal ran da. Und dann ich weiß aber nicht mehr, ob das oben in die Halle passt. Ja, müssen wir halt gucken. Er braucht schon Siliermittel weg damit. Wenn nicht, stellen wir es unten zwischen Hühnerstall und Dingsens. Ah, gut.
klar, so ist jetzt nicht, ich würde mir behaupten, nicht legal zu fahren, aber wir machen es jetzt trotzdem. Ey, wenn du das machst, dann bist du richtig kriminell. Egal. Für uns reicht, für uns passt. Ja, Ben hat Gras gehäckselt. Weiß nicht, wahrscheinlich hat er es nicht aufgenommen, so wie ich ihm gesagt habe. Nein, hat er nicht. Weil er ein Spack ist. Jonas hat auch gehäckselt. Genau, und bei uns ist ja Gras schon wieder nachgewachsen einfach. Und ich habe einmal, weil ihr schon Dreschen gesehen habt, Hafer nochmal getroschen. Mit Bein gepresst, allem. Genau, den Hafer, den wir noch hatten, hat Justin getroschen und die Ballen haben dann auch die anderen noch fertig eingefahren gehabt. Er hat gesagt, ich. Nee, ich meine, beim letzten Mal Ballen fahren. Ja, das habe ich auch gemacht. Warst du da mit dabei? Ja. Echt? Nee, ich war nicht dabei, ich hab's einfach gemacht. Haben die dann aufgehört oder was, als ich weg war? Ja. Oh man. Ich geb dir gleich einen Trick, wie du den Dings hier rausbekommst, das hinten, das Butterfly. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Kurz aufklappen, sobald es den Punkt erreicht hat, rausfangen, zusammenklappen. Digga. Was? Ich habe das Gefühl, dass es mit dem Krone auch ein bisschen eng werden könnte. Ganz nur, der Krone kann auch unten in die Halle. Ja, gut. So. Was steht hier? Was? Oh, das wird knapp. Lustig. Ich hab Angst, dass er unten auch nicht reinpasst, ne? Weil so hoch ist. Mhm. Ganz Not lassen wir den da, wo der warte, stopp. Kann ich den noch ein bisschen einfahren vielleicht? Nein. Warte mal, stell mal dahin, wo hier jetzt der Striegel steht. Warte mal kurz. Okay, geht nicht, perfekt. Ja, kann ich machen. Digga, diese Lenkachse ist auch ein bisschen cracked. Warte! Ja, fahr doch mal! Ja, die Lenkachse ist so scheiße. Er fährt einfach. Ich bin kein Amateur, Junge. Fahr einfach jetzt. Dann muss der halt draußen bleiben. Ja, er wird das schon überleben. So. Haben wir das auch. So. Dann lass ich den mal hier stehen. Du kannst ja. Willst du den alleine runterfahren? Ja, ich fahre den runter. Genau. Und zwar ist der Drescher, der jetzt wegkommt. Mit 10 Stunden. Der hat lange. Also, wie viel Ernten du die Wüste gelangt hast? Bestimmt 3. 3 oder 4. 10 Stunden. Schluckt aber auch ordentlich Sprit. Und ist mittlerweile ein bisschen klein. Ja. Deswegen wird es ein größerer. Wir sind nicht so, ja, mieten wir euch gleich einfach hier beim LU, weil, ja, so wie manch anderer. Nee, jetzt hier keinen. Aber ja, dann neuer Drescher. Bin mal gespannt, ob sich das mit unserem Konto ausgeht, alles. Ich glaube, ja. Aber es sieht ganz gut aus. Da haben wir. Dings, wir müssten dann vielleicht noch unten Wasser fahren. Ja. Gut, dann können wir eventuell auch direkt noch neue Tiere kaufen. Ja. Aber wir könnten schon mal eine Randinfo geben. Mhm. Hau raus. Tieren. Oh ja, erzähl du. Wir haben uns überlegt, die Futterkosten tragen sich ja nicht mit. Also wir haben mal ein bisschen gerechnet. Bei den Schweinen muss man dazu sagen. Ja. Die Futterkosten tragen sich nicht von der Produktion, Ernte, Sprit und alles her. Mit den Schweinen. Die Schweine bringen dafür zu wenig Geld. Jetzt sind die Schweine relativ. Wir haben so 300 Euro plus gemacht. Jetzt mit den also, die Schweinen. Haben jetzt quasi den nächsten Status erreicht mit 12 Monaten und bringen dadurch jetzt wieder mehr Geld. Das Maximum ist laut meiner Kenntnis 24 Monate, da bringen sie 1200.
Jetzt sind wir bei 650, glaube ich. Und das ist nicht so richtig deckt. Erzähl du weiter. Ja, wie gesagt, wenn wir das jetzt mal unsere Ernte, Futterkosten, die ganzen Reiche, Dünger und so, alle, was weiß ich, mal 2 rechnet, ungefähr. Mhm. 5 Monate sind ja sehr alt. Ja. Das rechnet sich nicht. Nee. Wenn, dann müsste man in die richtige Produktion einsteigen. Mit mehr. Ja. Viel mehr. Ja. So 1000 Sauen, aber wir haben nur 108. Deswegen nutzen wir dann da oben den Stall nur als Zwischenlager für Gülle. Na, das Gülle-Lager, ist es nicht sogar extra? Das Gülle hängt am Stall dran. Nee, das ist extra. Ja? Ja. Also theoretisch könnten wir den Stall noch wegmachen und eine Halle hinplatzieren oder so. Ja, darüber haben wir, muss ich sagen, ehrlich gar nicht nachgedacht bis jetzt. Ja, das ist eine gute Idee. Ich finde das gut. Aber schon auch eine große Halle, wo dann vielleicht auch der Schwader reingeht. Der Drescher muss jetzt nicht unbedingt rein, der neue. Ich glaube, das wird auch ein bisschen eng. Obwohl, ja. So, und einmal das hier. Wird alles hier oben eng. Reparieren, neu lackieren. Dann müssten wir neu lackieren. Obwohl, so ein. Digga, wie teuer! Ja. Verkaufen. Verkaufen. Ich bin fast beim gleichen Preis, wo wir gestartet sind. Digga, wir haben 50.000 fast mehr, wie wir gerechnet haben. Ja, das ist so gut. Ich kauf mal unseren neuen Drescher. Luca, ich hab mal wegen Halle geguckt, da müssten wir den einen Lichtmast wegmachen und ein paar Bäume. Ja, das kriegen wir hin. Ich kauf den neuen Drescher und du kaufst den zweiten, den zweiten fahrbaren Untersatz, den neuen Pflegeschlepper. Oh. So, ich gehe mal hier in die Drescher rein. Ich erzähl ein bisschen was dazu. Und zwar haben wir uns überlegt, wir holen uns hier den Lexion. Mit 8 Kubik Bunker, also 620er Lexion von 212. Bloß der alte, weil neue brauchen wir nicht so. Und zwar Zahlen brauchen wir nicht, CB-Radio brauchen wir, Joystick bleibt der alte. Wir machen den Europa-Stil drauf, das Rohr bleibt gleich. Und er bekommt noch GPS und die Standardscheiben. Habe ich was vergessen? Nee. Genau. Das wird er, der Lexion. Weil, ich finde den Drescher, muss ich sagen, habe ich mit Justin auch so gesagt, der ist geil. Man kann noch nach oben gehen, also Bunker geht bis 10.000 und noch mehr PS. Das Rohr habt ihr gerade schon gesehen, haben wir Möglichkeit bis auf 8,8 Meter noch raus. Also nur das Rohr. Genau. Schneidwerk, glaube ich, bis 14,50. Nee, deswegen kaufe ich den jetzt mal mit 160.000. Und, kauf erst den Schlepper, wenn du als Schneidwerk nehmen wir hier nicht das 5-6er, sondern wir nehmen hier das 6-8er. Und haben wir nicht das 7er gesagt? Ja, das ist 7 quasi. Ja, also. Das nächste wäre dann 9-3, das ist ja fast ein bisschen groß. Also wir haben hier Möglichkeiten bis zu 13-8. Da geht was. Also wir können da upgraden. Aufbau brauchen wir nicht. Was ist das für ein Aufbau? Das ist hier so. Die Dinger brauchen wir nicht gestören. Genau, 35.000. Auf mal. Gibt's hier direkt einen Schneidwerkswagen? Nehmen wir dann direkt den dazu. Brauchen wir alles, nicht den ganzen Schnickschnack. Ist auch gekauft. Dann geh mal gucken, was ich kaufe. So, Justin kauft jetzt was Neues. Wir gucken hier mal Justin an. Ihr seht's dann gleich am Kontostand, wenn er runtergeht. Da muss noch was Passendes zu. Warte. Oh ja. Da kann man es vielleicht am Frontlader machen. Auch wieder mit Frontlader. Wir brauchen einen extra Frontlader dafür. Denk dran an die Pflegereifen. Bin dran. Hans. So, und zwar haben wir hier einen neuen Frontlader da dazu. Das ist ein Frontlader, ja, genau. Warte, bleib hier stehen. Ich hole. Justin holt, dann räume ich kurz hier die Palette weg.
Die stört mich ein bisschen. Ist ein älterer, kleinerer. Also. Gut, was erwartet man? Und Justin hat gekauft für uns ein Fan 412 TMS. Sehr schön. Muss ich sagen, finde ich sehr schöner Schlepper. Kann man nichts machen. Das ist jetzt Pflegebereifung von BKT. Sieht man jetzt nicht so, aber das wollen wir auch. Cool aussehen. Er hat es erfasst. Ich packe dir das Schneidwerk drauf und dann nimmst du den Schneidwerkswagen, oder? Der hier unten. Hm? Oder der hier unten bleiben. Welcher? Der, den, wo ich jetzt drin sitze. Ist mir eigentlich relativ. Also wir können ihn auch hochfahren. Ich glaube, weiß nicht, was so praktischer ist. Meine muss sowieso hoch. Ja. Ja, den Drescher würde ich ja auch unten lassen, habe ich ja gesagt, wahrscheinlich. In das Schneidwerk. Nee, ich würde ganz den Drescher unten lassen. Nee, den Drescher können wir da hoch mitnehmen, wenn wir in der Halle jetzt noch. Ja, okay, noch. Dann. Kommt das immer noch mit der Rechnung zusammen? Ja, ich glaube schon. Ey, gut, dann lass den Drescher jetzt erstmal hier mitten drinne stehen. So, machen wir den mal aus. Ich muss schon sagen, sehr schönes Teil. Sehr, sehr schön. Genau. Was ich auch noch sagen kann, wir hatten jetzt relativ lang nicht aufgenommen, weil die anderen noch mit Gras und so beschäftigt waren. Deswegen hatte ich ein paar Missionen gemacht und habe so still und heimlich, das weiß Justin auch noch nicht, ein Investment getätigt. Das hat man deswegen auch gar nicht am Kontostand gemerkt. Und zwar habe ich hier oben diesen wunderschönen Schafstall gekauft. Nee, der war noch. Der war nicht Spende. Der hat das Land direkt gekauft. Der hat das alles verkauft gehabt. Deswegen habe ich gedacht, holen wir uns doch den Schweinestall. Den Schafstall. Meine ich doch. Weil das rentiert sich auch. Gras haben wir eh und Heu. Und das in Unmassen. Also, dann haben wir statt den Schweinen quasi auch wieder ein neues Tier. Ergibt sich das ein bisschen so, hebt sich das auf. Ich würde schon mal hier Ritsche Ratsche bei den Bäumen machen. Ich hoffe, die Büsche gehen auf. Also den Baum, ja. Die Büsche werden gar nicht mal so schlimm. Ja. Ja, Baum weg. Ich mache das jetzt hier einfach mit F12. Jetzt nicht so schlimm. Baumstamm entfernen, Baumstamm weg. Ja, der große muss wahrscheinlich auch weg. Der hier? Ich weiß es nicht. Ja, schauen wir dann mal. Genau. Kannst du ja aber schon mal den Tierwagen holen. Genau. Dann muss ich auch erst wieder. Ey, super gut, dass du den Drescher mittendrin reingestellt hast. Hä, ja. Voll geil, ne? Voll geil, dass der Ladewagen krumm drinne steht. Ja, den habe ich aber nicht krumm reingestellt. Ich stupse jetzt einfach mal hier ein bisschen. So, mal Platz da. Warum muss ich jetzt eigentlich mit weniger PS den kleineren fahren? Weil Johnny mehr PS hat als der. Nein. Da bin ich weg. Du hast gerade gesagt, warum muss ich mit weniger PS den kleinen fahren? Mit mehr PS den kleinen. So rum. Weil du den gleich dann direkt unten verkaufen kannst. Okay. Justin hat auch immer für alles eine Ausrede. Leck, leck, leck. Ah, so. Ah, da ist er ja schon. Blöd, du hast ihn gekauft. Ich hab's nicht mal gemerkt. Ja. So. Aber das ist schon ein anderer Schwach. Ist schon ein bisschen ein anderes Level, aber. Bisschen ja, komm. Overwatch. Komm ran! Ja. Ja. Und zwar nehmen wir hier einmal Baxel mal. 13, zack, nehmen wir mit. Und dann geht's runter. Honig hat sich über die Zeit auch wieder einiges gesammelt. Ja? Ja, schau doch hier, was hier steht. Aber wir verkaufen es noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wir haben noch 73 drin. Ja, dann müssen wir noch ein paar Mal fahren.
Also das wird wirklich hier reine Kauf- und Verkauffolge. Ah, da wollten wir Silage rausnehmen. Haben wir dann wohl auch nicht gemacht. Das wollte ich machen, aber dann... Kannst du mal kurz nachschauen, ob jemand den KI-Verkehr ausgemacht hat? Weil es kommt mir etwas leer vor. Das wollte ich auch nachgucken. Ey, das... Wer das gemacht hat, der wird sich geschlagen. Ja, genau. Ja, weiß nicht, ob das sogar in der Aufnahme war. Hast du ja vorhin gesagt, dass du gerne auch PS Plus hättest? Ja. Und Precision Farming. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Die Folge kommt zwar für uns erst in 2 Wochen oder so. Nicht in einer Woche? Nee, erst in 2. Ja. Aber schreibt's gerne in die Kommentare. Und dann hören wir uns eure Meinung an, ob ihr was sagt. Ja, also wir haben zur Auswahl Precision Farming, Mais Plus und erweitertes Tiersystem. Was davon würdet ihr sagen, sollen wir denn mit reinnehmen? Was wäre geil? Ich bin für alles. Ja, das dachte ich mir schon. Bin ja auch so ein Junkie deswegen. So, dann kaufen wir noch Schafe. Kaufen wir aber die ganz normalen weißen. Willst du die Alpinen oder die Bentheim? Ich weiß nicht, welche am meisten Wolle produzieren. Die sind alle genau gleich. Es nimmt sich gar nichts. Dann Alpinen, weil wir Alpinen und Mäppchen haben. Ja, willst du dann 0 oder 8 Monate? 8, komm. Es sind doppelte. Ja, die brauchen dann wieder wie viele Monate zum Wachsen? Ja, aber die produzieren jetzt direkt auf. Mach mal, dein knallst du mal voll mit den IP, also mit den ausgewachsenen. Ich komme dann nochmal mit dem. Okay, mach mal so. Okay, bei mir gehen 13 rein, dann abwart. We'll be right back.
Weißt du, was ich jetzt machen würde? Ich stelle mal kurz ein Glas hier ab und ich kaufe kurz die zwei Fabriken. Und zwar haben wir uns überlegt, wir holen einmal die Zuckerfabrik für 80.000, weil wir haben Zuckerrüben und dann haben wir da auch noch einen Grund mehr, die anzubauen. Ist ja, finde ich, eine gute Idee. War aber meine Idee. Ja. Sag jetzt nicht mehr dazu. Und Maul da hinten. lege ich da richtig die Molkerei, ne? Ich weiß nicht, ob die rentabel ist. Doch, die wird schon rentabel sein, denke ich. Wir müssen aber Milch auch von Luca von Jonas kaufen. Müssen wir nicht. Also, wenn wir die Kapazität haben, dann ja. Kaufe ich die auch noch. 40.000. Und unser Schweinestall geht ja mal weg. Das außerdem. Dann schauen wir mal kurz hier in die Produktion rein. Kannst einen Ladewagen verfolgen. Da kommt dann, weil das, die Molkerei deckt sich dann auch ein bisschen, weil da brauchen wir Zucker für die Schokolade. Es gibt Zucker. Was gibt's alles für unterschiedliche Zuckerarten? Du kannst Zucker aus Zuckerrüben, aus Zuckerrübenschnitzel und aus Zuckerrohr machen. Also Zuckerrohr werden wir wahrscheinlich eh nicht machen. Zuckerrübenschnitzel könnte man sich überlegen. Da ist die Frage, also zum Beispiel, wenn Zuckerrüben voll sind, können wir einfach Zuckerrübenschnitzel reinwerfen. Ja. Und man müsste mal gucken, aus wie viel Liter Zuckerrüben, wie viel Liter Zuckerrübenschnitzel Da werden. steht's doch. Was? Steht das nicht da, wie viel Zuckerrübenschnitzel? Ja, aber ich Nee. meine, zum Beispiel hier, aus 1 Liter Zuckerrüben, wie viel Ach so. Zuckerrübenschnitzel werden dann, ob es sich eher lohnt, Zuckerrübenschnitzel zu Beginn reinzuschmeißen und zuerst Zuckerrüben. Ich weiß nicht, ob die Produktion, die Butterproduktion nur die normalen Zuckerrüben Zucker nimmt. Das kommt doch alles als gleicher Zucker raus hier. Ach so. Es gibt ja nur ein ausgehendes Produkt, von daher gehe ich jetzt schon mal davon aus. Aber ist Zucker nicht eine Palettenware? Das ist eine gute Frage. Sehen wir ja dann. Warte mal, wo ist denn das? Gehe ich nochmal kurz hin. Ja, hier wahrscheinlich. Kann sein. Müsste man mal schauen. Was denn hier noch nebendran? Da ist voll. Ölmühle. Sehr gut, Stall ist voll. Ja, Ölmühle. Gut, man könnte Dinge machen. Rapsöl, aber das lohnt sich glaube ich nicht. Bomba! Ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch vom restlichen Geld. Warte, wir machen es so. Wir verkaufen den Schweinestall und. Und wir müssen den Tierwagen verkaufen. Nein, ich würde jetzt den Schweinestall verkaufen und eine neue Halle hin platzieren. Und dann würde ich schauen. Die Waldfee. Würde ich schauen, wie viel noch über ist und davon auf jeden Fall schon mal Kühe kaufen. Alter, guck dir doch mal an, wie eng der Weg hier oben ist. Ja, ich weiß, ist doch ganz angenehm. Gut, ist halt jetzt noch ein bisschen was drin. Aber das sollte ja dann. Es Kein ist jetzt Ding. scheißegal. Ich verkaufe den jetzt. 50k bringt er. Ja, und 55. die Lampe müssen wir hier auch noch bekommen. So, weg damit. Und der Baum hier hinten muss auch weg. Ja, dann säg mal um. Nicht mal los, Fahrradsäge. Das habe ich extra gemacht, um dich zu triggern. Mach kurz weg. Weiß nicht. Fast ein bisschen groß. So eine Leimbinder hatte ich ganz Die kurz. haben wir ja schon mal. Ja, das ist mir ja egal, ob wir das schon mal haben. Nee, ich geh mal weiter hinter. Da. Die. Die ich jetzt hab. Ja, weil wir müssen ja aber näher. Ich hätte die andersrum gedreht. So rum. Nee. So dass die hier vielleicht am Zaun dran steht. Ja, so cool. Aber denk dran, hier sind die Büsche noch. Gehen die nicht weg? Nee, die Büsche hier gehen nicht weg. Ach so, ja, die. Dann platziere ich die Richtung die Büsche, so dass sie noch da Platz haben und so daneben sind. So Ja. ungefähr. Okay, warte. Dann könnten wir, weißt du, was wir da hin noch mal machen könnten? Aber warte, wir müssen kurz unten drunter texturieren, weil ich muss es als frei platzieren. Dann machen wir hier mal kurz ein bisschen Schotter. Was soll ich noch gucken? Da können wir noch was hinbauen, oder? Wollen wir unten beim
Und bei unserer Kuh den Dings hin machen, Wasserbrunnen. Kann man vielleicht mal überlegen. Mal jetzt hier mal ein bisschen. Der kostet 500 Euro. Ja, das können wir schon machen. Okay, dann Gebäude. Ich platze ihn auch mal. Ja, jetzt Geld wieder weniger. So schön war's. So, kurz mal hier. Boah, kommt hier eine fette Halle hin. Macht da hinten wieder grün. Anpflanzen. Soll ja alles schön aussehen hier. Aber ich glaube, ich würde das hier. Weißt du, wie ich das machen würde? Ich mache mal kurz was. Ich würde hier das grün machen. Oh, hier. Dass da, das hier, warte, hier die Einfahrt ist. Ja, das würde ich schon machen. Ich würde hier das zumachen an der Seite. Hier. Das braucht ja keiner mehr. Oh, geht es wieder in die Tasche. So. Weiß nicht, würdest du diesen. Ich würde vielleicht diese grüne Spitze ein bisschen wegmachen hier. Weil da fährt man eh nur drüber. Ja. Jetzt sagt er halt dieses. Ja, mach du kurz. Ich finde unseren Hof so viel offener irgendwie. Ja, das stimmt. Vielleicht noch hier und da einen Baum mit rein, was sagst du? Ja. Oder mal noch hier so ein paar Büschchen hin. Und nee, Bäume hätte ich da hinten auf den Pfosten gesetzt. Ja, mach ruhig noch einen Baum hin. Nee, auf den langen. Auf den, ja, da hätte ich ein paar Bäume hingesetzt. Ja, mach ruhig noch ein paar Bäume mit dazu. Ja, warum muss ich das immer machen? Ja, und eine Birke oder sowas. Jawohl, und ich würde den mittleren nehmen. Ja, und dann will ich dann noch eine Birke platzieren. So eine Birke. Ja. So? Ja, sowas. Ja. Machen wir hier noch eine mit dazu. Was haben wir noch? Haben wir hier noch so eine Pinie. Nee, keine Pinie, die sind zu cool. Zu spät. So. Sieht doch viel schöner aus. Ich muss sagen, hat echt was. Können wir jetzt unsere Anhänger drunter parken? Ja. Hier, Rampe, Ladewagen, Ballenpresse, 4 Anhänger. Ja, das stimmt. Sämaschine. Ich glaube, das war gut, dass wir es so gemacht haben. Ey, Drescher. Drescher, sagt er. Und rennt los. Ja, doch, ist gut geworden. Bin ich zufrieden. Aber Drescher kannst du auch hier reinstellen, wenn er reinpasst. Obwohl, na, stell ihn lieber drüben rein. Warte. Der passt. Digga, wie angegossen von der Höhe her. Ja, da muss ich nicht ganz hinten reinquetschen. Ja, passt. Wie ist die Halle hier auch so leer? Weil, hol mal, ich muss noch kurz, stopp, da kommt noch der Dings ran. So, jetzt gucke ich mal nochmal kurz auf unserer Liste, ob wir alles haben. Also wir haben den Drescher, wir haben den Wender, wir haben den Stall, den Schwader, die Mähwerke, die Produktion und den Schlepper. Aber ich glaube, die Kühe kann ich jetzt auch noch so reinfahren. Würde ich sagen, was ist mit der heutigen Folge. Ja, weiß jetzt nicht, wie lange die schlussendlich ging. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nur wirklich Kaufen und Verkaufen und ein bisschen A nach B gucken war. Ist auch mal wichtig. Genau. Wir haben expandiert. Wie viel Kredit haben wir jetzt? Kurz nochmal nachschauen. 775.000 müssen wir erstmal wieder abzahlen, aber wir haben ja sowohl Eier rumstehen als auch Honig und wir haben noch Milch. Also, da geht was. Sorghumhülse kommt der jetzt weg. Genau. Also, da geht was. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder.
Schaut auch bei unserem Partner G-Portal vorbei mit unserem Link in der Videobeschreibung. Spart ihr 10% Rabatt. Checkt auch das neue DLC Hay & Forage aus. Und dann würde ich sagen, ciao Leute. Tschüss.